Mein Name ist Yannis Yiannopoulos und das ist meine Geschichte. Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBA 2K18. Ich bin's Jan, wir sind wieder in der Spielerkarriere mit Story. Und ja, heute geht es weiter und wir schauen erstmal, tatsächlich bevor wir in ein weiteres Spiel reingehen, wir haben 7:1. Wir spielen heute gegen die Spurs, die haben 4:3. Also wir sind auf jeden Fall auch in diesem Spiel hier der Favorit. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, das ist... Ja, wir sind heim. Aber wir gucken erstmal, ob wir unseren Spieler verbessern können. Wir hatten in der letzten Folge unser bis jetzt bestes Spiel in der Karriere. Und gucken... Okay, wir haben 1300. 1300 Münzen. Die können wir jetzt hier wieder in Verbesserung ausgeben. Drei habe ich immer noch nichts, aber es ist halt... Als reiner Slasher will ich da auch eigentlich überhaupt nicht drauf gehen. Aber Mitteldistanz ist zu teuer. Okay, vielleicht müsste man da auch sparen. Wir können mir auch weiterhin gerne Tipps reinschreiben. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, was vertikal genau bedeutet. Was mir das bringt, die Vertikalstufe zu verbessern. Ist auf jeden Fall nicht wirklich teuer. Ein bisschen schneller zu sein, ne? Okay, das ist dann wieder extrem teuer. Und vielleicht noch Stärke mit rein. Das wäre auch zu teuer. Das ist, glaube ich, gut. Korbleger, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Das holen wir uns. Jetzt haben wir wieder quasi gar nichts. Aber haben wir uns wieder ein wenig verbessert. Haben wir in der 60 gestartet, sind immerhin jetzt auch schon bei einer 63. Mal schauen, wie schnell es weiter nach oben geht. Teamchemie jetzt schon bei 70 und unsere Punkte pro Spieler haben sich auf jeden Fall verbessert. Und ich hoffe, das können wir heute nochmal verbessern. Ich würde sagen, wir gehen auf zum Spiel. So, wir gehen wieder in die Umkleidekabine. Ihr könnt gerne auch mal reinschauen, ob ich das Training mal wieder mit reinnehmen soll. Da können wir auch mal ein bisschen in der Halle trainieren vor dem Spiel. Dann ist mal auch wieder eine Folge ein bisschen länger. Da haben sich ein paar in die Kommentare geschrieben, dass sie gerade sehr kurz sind. Aber ich finde, das ist eine super Länge jetzt gerade. Aber beim Social Media, ne, da haben wir lange nicht mehr nachgeschaut. Da können wir nochmal reinschauen, ob da vielleicht was Interessantes für uns mit dabei ist. Wir haben zum Beispiel von einem Gegenspieler hier Respekt bekommen. Okay, hier haben wir nochmal unseren Sponsorenvertrag. Bei den gespeicherten Sachen sind wahrscheinlich irgendwie so die relativ coolen Sachen mit dabei. Hier, da haben ganz viele unsere Plakate und so. Oder halt, dass wir zum Beispiel auf dieser Zeitung mit drauf sind. Aber ansonsten, sowas haben wir leider nichts Neues. Ansonsten halt ganz, ganz viel aus der Liga und so. Aber wenn wir da jetzt alles nachschauen würden, dann würden wir zu viel Zeit verbrauchen. Deswegen würde ich sagen, auf zum Spiel. Und scheinbar geht es... Naja, vielleicht geht es jetzt hier nochmal weiter. Ja doch. Where are you going? Nowhere. I'll just be here waiting for you till you get back. Go out there and dunk on somebody for me. DJ Mad Hops. Okay, nochmal ein, zwei Körbe machen. Jawohl. Vielleicht auch einmal von ein bisschen weiter weg probieren. Ja, okay, hat er auch als Korbleger gemacht. Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Das war schlecht. Da bin ich auch generell noch schlecht drin. So, das Spiel beginnt jetzt gleich. Hier sehen wir nochmal die Startaufstellung beider Teams. Und... Ach krass, wir sind doch auswärts. Aber wir standen links. Egal. Okay, erstes Viertel. Wir dürfen die letzten 30 Sekunden nochmal mitmachen und wir liegen zurück. Wir liegen zurück und... Nur mit ein ganz bisschen Glück können wir... Ja... Das ist aber nur ein Zweier gewesen. Wir werden jetzt wahrscheinlich die Zeit runterspielen. Es wird... Nope, wir liegen zum ersten Viertel zurück. Mal schauen, ob wir das Ganze noch auf
ein paar, nein. Wir können es nicht mehr verkürzen. 4 Punkte liegen wir zurück nach dem Ende des ersten Viertels. So, wir starten direkt ins zweite Viertel. Wie gesagt, wir liegen mit 4 Punkten zurück. Aber wir sind ja in der zweiten Hälfte meistens deutlich, deutlich besser als in den ersten beiden Vierteln. Und richtig gut gemacht. Und das hat sogar, obwohl ich gar nicht am Ball war, gutes Raumschuh und alles gegeben. Und ein Dreier, 25, 26, so schnell geht's. Klar, 4 Punkte ist gar nichts. Machen wir. So, nein, okay, den kann ich nicht werfen. Und jetzt muss langsam der Wurf kommen. Ja, ich musste aber werfen. Ich war da so frei, aber mein Spieler konnte es dann natürlich leider nicht. Aber ich muss es halt irgendwie riskieren. Oh, jetzt bin ich gerade aber ganz, ganz weit weg. Oh, Glück gehabt. Sehr gut. Aber ich habe ein schönes C+, aber noch besser wäre es natürlich, wenn wir führen. Ihr merkt schon, ich versuche jetzt immer mehr auch mal zum Korb zu ziehen. Ach, das kann nicht sein. Der zweite Fehlwurf jetzt aber schon. Nun, in der Verteidigung komme ich gerade auch nicht so ganz hinterher, habe ich das Gefühl. Aber ich stehe gut frei, aber das Ding ist, ich komme nicht nah genug ran. Und jetzt gibt es ein Timeout. Jetzt bin ich wahrscheinlich raus, weil hätte ich die beiden gemacht, wäre das gut. So war das aber auf jeden Fall alles andere als okay. Also eine gute Bewertung hatte ich, aber das reicht nicht, um auf dem Platz zu bleiben. So, also wie steht es jetzt zur Halbzeit? Liegen wir 3 Punkte zurück, 43 zu 46. So, das dritte Viertel beginnt gleich. Und Problem, wir dürfen Mills nicht so leicht in die Zone lassen, ja, das ist richtig. Wir haben B-, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ach fuck, jetzt habe ich die Lösung nicht gelesen. Aber egal. So, wir schauen natürlich am Anfang erstmal von draußen zu. Und oh, viertes Viertel, neu. Oh, scheiße. Das wird wohl eine Niederlage sein. Unsere zweite Niederlage. Fuck. Und auch ein Spiel, wo ich echt mal wieder weniger Einsatzzeit hatte. Und insgesamt wahrscheinlich keinen einzigen Korb. Oh, das ist ärgerlich. Aber ich habe halt auch nur ganz bisschen gespielt. Ja. Das ist... Die Note war besser, aber Leistung eigentlich im Endeffekt nicht gezeigt. Zweite Saisonniederlage, 7 zu 2. Haben wir jetzt. Das ist tatsächlich sehr, sehr ärgerlich. Die Teamchemie, oh, also das hat gerade richtig gekostet, ist von 70 auf 51% runtergegangen. Da müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder einen Sieg holen. Mal schauen, wie es jetzt aber erstmal weitergeht. Ja, sind alle niedergeschlagen. DJ, forget about it. Make sure you hydrate, by the way, it's important. Ja, trinken ist auf jeden Fall wichtig. Das mache ich am besten auch gleich mal. Wenn ihr schon drüber reden, mache ich das auch. Okay, heute tatsächlich, glaube ich mal, scheinbar ein bisschen weniger Story als normal. Gehen wir mal weiter, vielleicht kommt ja noch was, aber ich glaube, mehr als eine saftige Niederlage hatten wir dann heute nicht.
Immerhin haben wir ein paar Münzen verdient, um uns ja auch nochmal irgendwann weiter zu verbessern. Das machen wir dann aber erst wann anders. Ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Links kommt jetzt noch zu meinen Social Media Plattformen. Die Links ist zu sehen in der Videobeschreibung. Rechts kommt jetzt noch zur nächsten Folge, soweit ihr dann draußen ist, und zur Playlist. Und außerdem kommt heute noch eine weitere Folge Trainerkarriere mit Story in FIFA 18. Und es gibt einen neuen Upload-Plan. Checkt alle meine Social Media Kanäle ab oder das Community Tab. Dort könnt ihr den neuen Upload-Plan sehen. Also haut rein. Ciao.